Aber Quantenselbstmord, also wenn man sich selbst nicht tötet, aber dafür sein Quanten-Ich, quasi das mit der Realität, dass bei jeder Entscheidung eine neue Realität erschaffen wird, ist ja bekannt, das kennt man ja. Ja, nur ganz logische Theorie. Aber wenn man sich selbst nicht tötet, aber sein Quanten-Ich, sag ich jetzt einfach mal, ist das denn nicht kein Quantenselbstmord, sondern Quantenmord, weil im Grunde tötet man ja jemanden. Man tötet jemanden mit Vorsatz sogar. Damit man selbst leben kann. Benutzen. Oh shit, es wird schon wieder so blurry. Naja. Wieso habe ich das Gefühl, wir werden gleich richtig hart weggefistet. Alter, ist das unheimlich hier. Und man sieht auch immer durch diese Blurry Vision so wenig. Da ist ein Vogel. Das ist doch eine Arena. Das ist eine verschissene Arena hier. Ach du Heiliger. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, falls ich jetzt zwischendurch mal ein bisschen ruhiger bin. Denn ich glaube, das wird mich hier ganz schön viel Konzentration kosten. Gehen wir erstmal auf die gute alte Schrotflinte. Das sieht aus wie eine verschissene Arena. Da hinten ist eine Kaffeekanne. Aber nicht gierig werden. Ich habe mich überhaupt nicht erschrocken. Der gute alte ist der Karl Stacky. Oh nein. Auch in die Kühlaus. Shit. Oh, shit, shit. Scheiß, shit. Ho. Ho, die Double Penetration. Entschuldigt. Ich glaube, das muss ich muten. Gehen wir mal hier rauf. Okay. Und da ist der gute alte Dude, der schon wieder auf uns lauert. Und natürlich auch seine Party People. Glück gehabt. Und ich entschuldige, ich habe gerade ein bisschen in die Kamera geatmet. Wir holen uns schnell noch ein bisschen. Shit. Verzieh dich, Karl. Der ist flink, der alte Lude. Da ist der alte Pfennigfuchser. Okay,
Mal nachladen. Ja, komm her. Genau. Schnell die Revolver-Munition nehmen. Friss das, du, voll auf deine kleinen, haarigen Rosinen. Kurve gekriegt. Der kann... Nordic Walking freigeschaltet, die Errungenschaft. Sehr schön. Verschwand und ließ nichts als lebenslange Albträume zurück. Ja. Vorausgesetzt, ich würde es lebend in das Tankstellenlicht schaffen. Alter. Alter Vater. Hier liegen jetzt auch noch Batterien rum, sehr schön. Puh. Ein bisschen Konzentration ging das doch ganz gut. Ich gehe erstmal kurz hier lang, ich will kurz gucken. Was wir hier haben. Nichts außer Tod. Sehe ich gerade. Nichts außer Tod. Oh Gott, puh, das war mal wieder ein richtig schöner. Aber das hat man auch gesehen, dass das ein Arena-Kampf wird. Das ist auch immer so typisch dann, dass man so ein Gebiet oder in so einem Gebiet auf solche Arenen trifft. Aber trotzdem, gut Spaß gemacht. Man muss gut vorsichtig sein durch die schlechte Sicht. Definitiv. Ihr wartet auch tot. Okay, da hinten ist die Tankstelle. Also auf, weiter geht's zur Tankstelle. Machen wir den Zonenhof. Öffnen. Na? Und öffnen. Benutzen. Okay. Okay. Ich hoffe, ich habe da drin nichts übersehen. Falls doch, Pech gehabt. Das kann ich leider dann nicht. Doch, ich könnte es ändern, indem ich zurückgehe, aber... Nö. Wir wollen ja auch, dass es spannend bleibt. Und wenn wir was übersehen, dann ist es eben so. Oh, wir sind bei der Tankstelle offenbar. Ich erkannte den Festwagen, den ich und Alice bei der Ankunft in Bright Falls gesehen hatten. Ah ja. Erinnert ihr euch an den Hirsch? Wir sind aber offenbar schon mal angekommen. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich überhaupt nicht gut an. Nach dem Wahnsinn, den ich gerade in der Dunkelheit erlebt hatte, wirkten die Lichter der Tankstelle tröstlich. Zumindest für einen Moment herrschte wieder Normalität. Normalität? Alter, hier ist es mega unheimlich. Schieb dir deine Normalität woanders hin. Seht ihr, hier ist Licht, das heißt, wir werden es brauchen. Da vorne ist ein... Oh, wir haben einen Kontrollpunkt erreicht und eine Manuskriptseite. Bei dem Guten ein Hirsch. Manuskriptseite... Und wir lesen sie auch gleich. Stucky spuckte auf den Garagenboden und versuchte, die Spinnweben abzuschütteln. Seitdem das Paar nicht aufgetaucht war, um die Schlüssel zu holen, war alles verschwommen. Etwas, ein Gefühl, ließ ihn aufmerken. Stucky blickte auf und starrte, während sein Gehirn vergeblich versuchte, den Albtraum vor ihm zu verarbeiten. Er taumelte, stieß eine Öldose um. Ein schwarzer Teich verteilte sich auf dem Boden. Nach kurzem Kampf gab er auf und das unerbittliche Dunkel verschlang ihn. Hm, da sieht man so, das sind eigentlich vorher noch normale Menschen, die dann offenbar von der Dunkelheit besessen werden. Fokussieren. Bis zum Hirschfest waren es bei unserer Ankunft noch 2 Wochen gewesen. Stimmte das transparent, fehlte mir eine ganze Woche zwischen unserer Anreise und jetzt. Oh shit. Was kostet der Diesel? Kann man leider nicht erkennen. Hm, ist das eine Truhe? Schauen wir. Nein, das ist nur eine Kiste. Alles klar. Gehen wir mal in die Garage. Dann gucken wir noch auf das Transparent.
In der Werkstatt herrschte Chaos. Es sah aus, als hätte sie jemand verwüstet oder als hätte ein Kampf stattgefunden. Ja, so sieht's ja aus. Hier irgendwo... Oh, shit. Da ist ein Fernseher. Den werden wir uns wahrscheinlich gleich sehen. Ich schreibe. Ich schreibe weiter. Draußen ist es dunkel. Außerhalb der Hütte. Außerhalb der Geschichte. Nur Dunkelheit. Ich kann sie darin spüren. Ich rieche ihr Parfüm. Ich werde sie finden. Ich bringe das in Ordnung. Ich hole sie zurück. Die Geschichte wird wahr werden. Höre ich auf, ist sie verloren. Das gibt's doch nicht. Der durchgeknallte Typ im Fernsehen war ich. Wurde ich langsam verrückt? Oh, harter Shit. Richtig, richtig harter Shit. Wir sind offenbar quasi in unserer eigenen Geschichte, um unsere Frau zu retten. Lesen. Guck nochmal, lesen. 68. jährliches Hirschfest am 15. bis 18. September. Spiele und Aktionen, Tombola, Wettangeln, Kuchenwettbewerb und Überraschungswettkämpfe. Live-Musik für die Kinder. Hasenzahn Charlie nachmittags und die unglaubliche Fantasie Magurie von Montgomery dem Magier abends. Verpassen Sie nicht die legendäre Hirschfestparade. Verlassen auf E. Sehr schön. Nordic Walking. Hier ist Kaffee. Ja, so ein Kaffee. Ich würde sagen, ist das so ein PNG-Ding? Nein. Okay, gehen wir also weiter. Open. Shit. Wir kommen offenbar nur wieder durch die Garage raus. Konnten da drin. Können da hier drin auch nicht laufen. Das ist merkwürdig. Hier draußen können wir wieder laufen. Dann wollen wir mal weitergehen. Oder kommen wir noch hier rein? Nein. Ich musste in die Tankstelle, um telefonisch Hilfe zu rufen. Klos? Erstmal einen Haufen setzen? Nein, auch das geht nicht. Also ab in die Tankstelle, damit wir ein Telefonat führen können. Ups, das war die Regentonne. Dann gehen wir nochmal durch die Garage durch. Okay, ein Telefon finden. Gar nicht bedrücken. Oh, da ist das Telefon. Aber wir standen noch hier, da konnten wir doch nicht hier drücken. Polizeiwache Bright Falls? Oh, zum Glück, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Und Sie sind? Mein Name ist Alan Wake. Hören Sie, ich hatte einen Unfall. Meine Frau Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet, im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bring sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Alles okay? Hören Sie! Wir werden uns das ansehen. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier, okay? Mr. Wake, haben Sie Stucky gesehen? Den Typ, dem hier alles gehört? Ich begriff, dass ich nicht erzählen konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit alles helfen. Das ist wohl wahr.